Die Perle des Modemuts geht an Massimo Sinato. In Zweireiherweste und Hut ist er ein stilsicherer Ehrengast auf der Ordermesse Gallery in Düsseldorf. An seiner Seite Laudator Thomas Rath. Er überreicht dem Profitänzer einen Preis für Modemut. Na klar, dann wollen wir Tipps für Männermode. Nehmen Sie mal an, ich würde jetzt mit so einem Rockstar-Kostüm hier reinkommen, mit Lederjacke, Nieten und Lederhose. Das würde zu meinem Typus vielleicht gar nicht so sehr passen, würde aufgesetzt wirken. Ich habe so meinen Style, den ich mit meiner Biografie, Menschsein verbinde. Was jeder Mann zu Hause haben sollte für den Alltag, ist ein schickes Jeanshemd, eine coole Jeans, ein lässiges Sakko. Oder man sollte als Mann auch für alle Events ein Outfit im Schrank parat haben. Thomas Rath findet, dass Massimo immer das Passende parat hat, besonders gut auswählt und trägt. Er kann unheimlich viele tolle Sachen tragen. Und ich liebe auch so seinen Vintage-Look ein bisschen. Ja? Er ist ja immer so ein bisschen, sag ich mal, in diesem, sagen wir mal, modernen Dandy unterwegs. Ja? So ein bisschen aus The Great Gatsby, fast aus rausgeschnitten. Das ist ja so sein Personal-Look. Schon als junger Turniertänzer fand Massimo Sinato zur Nähmaschine. Jetzt endlich will er ein Label gründen. Ein Anfang, der bei Designer David Tomaszewski schon etwas zurückliegt. Der Wahlberliner mischt seit Jahren die Fashion-Szene auf. Uns zeigt er in Düsseldorf sein neues Lieblingsstück. Das ist halt dieses Zusammenverbinden von Bauhaus, der jede Saison bei uns kommt. Das ist unsere Iconic-Muster, zusammen mit den Fashion. Bauhausmuster und der große Gatsby. Die 20er Jahre sind vielleicht etwas präsent für eine trendige Modemesse. Aber Gutes kommt auch in der Mode dann wohl doch immer zurück. Und zum Glück auch ein bisschen anders.